Hallo und herzlich willkommen bei Planeo. Ich bin der Dominik. Wir sind hier wieder in unserer Außensauna angelangt. Und hier fehlt jetzt der erste Step. Wir haben hier ganz viele Steps, die wir euch zeigen und jetzt im Detail nochmal drauf eingehen. Und in diesem Teil geht es um Rigipswände stellen. Das heißt, wir werden jetzt hier anfangen. Hier kommt ja unser Technikraum hin. Hier haben wir unsere Chill-Out-Zone, nenne ich sie mal. Da kommt noch eine Sauna hin und da hinten kommt noch ein kleines Badezimmer hin. Bevor wir jetzt anfangen mit unserer Wand, mit dem Ständerwerk, gehen wir nochmal kurz auf die Schienen ein. Wir haben jetzt hier einmal ein UW-Profil. Das kommt für den Rahmenbau, sprich quasi unten auf dem Boden, an den Seiten von den Wänden und oben an den Holzbalken dran lang. Das ist einmal der Rahmen. Und dann haben wir ein CW-Profil. Da machen wir nachher das Ständerwerk, wo die Platten vorgeschraubt werden für die Wände. Das ist erstmal der erste Step, was wir alle brauchen. Auch wichtig ist immer hier Entkopplungsband. Das kommt nachher auf die ganzen Schienen einmal drauf zum Entkoppeln. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir schon mal anfangen. Wir wollen hier von den Balken nachher noch ein bisschen was sichtbar lassen. Von der anderen Seite, von der Fläche. Das heißt, wir müssen hier jetzt aufdoppeln mit einer Latte für das U-Profil. Aber bleibt einfach dran, zeigen wir euch. Ach ja, bevor ich es vergesse, hier noch der Kollege Andreas, unser Allrounder. Den habe ich immer ganz gerne mit dabei, damit es auch läuft. Und ja, dann machen wir mal weiter, ne? Bevor wir die Wandprofile jetzt anbohren, wir haben hier einen Gasbetonstein. Die können wir jetzt nicht mit Schlagdübel und etc. machen. Da müssen wir jetzt erst einmal vorbohren, Dübel rein und dann festbohren. Hier ganz wichtig auch an den Wänden auf dem Boden Entkopplungsband drauf machen. Für die Bodenbefestigung nehmen wir jetzt Schlagdübel. Sind wir hier bei unseren Stellwänden angekommen, die haben wir schon passend zugeschnitten, haben die alle 62,5 auseinander gemacht. Das ist auch so, das ist immer so dieses Standardmaß, was man immer so nimmt. Dafür nehmen wir so eine Quetschzange, um die miteinander zu verbinden. Also wie gesagt, vorher messen, sind die in der Waage, 62,5, passt alles. Die sind jetzt noch lose drin und dann nehme ich mir einfach dieses herrliche Gerät hier und kann die dann miteinander verbinden. Falls ihr euch wundert, hier haben wir jetzt die Verstärkten hingemacht. Da kommen die Türen hin. Wir müssen da ja ein bisschen Gewicht abkönnen. Darum immer wo Türen reinkommen, müsst ihr immer die Verstärkten nehmen. Ganz wichtig. Und misst vorher genau, was für eine Tür habe ich, dass ihr euch auch ein bisschen Luft lasst an den Seiten. Weil die Tür wird ja nachher noch ausgeschäumt. Ich sag mal so 1,5 cm gut an jeder Seite. Die müsst ihr mitberechnen. Auch ganz entscheidend. Ne? Hier haben wir jetzt auch ein paar Verstärkte hin. Falls ihr euch wundert, hier kommt keine Tür rein, hier kommt der WC-Kasten rein, damit wir einfach mehr Stabilität nachher haben. Ja, auch ganz entscheidend, vorher informieren, gewichtstechnisch etc. Ja, haben wir zur Sicherheit. Wir machen natürlich alles hundertprozentig hier bei Planeo. Ja, weiter geht's. Der
Kunde möchte hier das bestmögliche Ergebnis haben, sprich in der Stabilität. Darum haben wir uns entschieden, zusätzlich hier einmal mit USB-Platten zu arbeiten. Da schrauben wir nachher die Rigipsplatten vor. Was müssen wir beachten? Abstand hier, dann nehmen wir jetzt erstmal einen abgebrochenen Zollstock für, zum Boden. Und vor allen Dingen Schrauben mit Blechschraubengewinde, ganz wichtig auch. Weil dass wir die hier durchwämsen. Das sind nochmal spezielle Schrauben, extra für USB. Ja, also da bitte auch drauf achten. Ja, und dann bleibt einfach dran. Nächste Step, USB-Platten sitzen. Jetzt schrauben wir die Rigipsplatten direkt davor. Falls ihr euch wundert, wir nehmen hier auch die imprägnierten, die ja eigentlich für Feuchträume sind, weil wir haben hier einen kompletten Saunakomplex, also hier nebenan, wir haben gesagt, wir knallen hier überall die imprägnierten rein. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum jetzt hier überall die grünen Platten drin sind. Im normalen Bereich muss es nicht sein, aber immer im Feuchtraum ist immer sicherer. Wir haben hier viel Luftfeuchtigkeit nachher, wie gesagt, durch Sauna, Chill-Out-Zone, haben wir uns einfach gesagt, alles eine Rutsche und alles gut. Jetzt gibt es zweierlei, der eine macht so, der andere so. Ich muss es nur einmal kurz erwähnen, wir müssen ja hier noch die Stoßkanten anfasen, 45 Grad mit dem Cuttermesser. Es gibt Trockenbauer, die machen das vorher, also bevor man die Platten dran schraubt. Wir machen es, wenn sie dran sind an der Wand. Aber wie gesagt, das bleibt jedem selber überlassen. Die Hauptsache, die sind nachher auf jeden Fall nochmal angefasst, 45 Grad. Weiter geht's. Falls ihr mal keine Abstandsplättchen habt, könnt ihr euch auch mit dem Zollstock weiterhelfen. Das ist nur Hauptsache, dass sie nicht direkt auf dem Boden sitzen. Auch wichtig. Und was ich auch immer sage, wenn ihr Rigips verarbeitet, dann holt euch bitte hier so einen Aufsatz, der versenkt die genau passend. Ja, also das ist echt Gold wert. Ich habe es früher ohne die Dinger gemacht. Irgendwann hat man so mal ein Gefühl, dass man die passend reinwämst. Aber ist ein Muss eigentlich. Also das geht, kannst du ja gerade mal zeigen. So, dann sind die genau passend versenkt schon mal. Das ist optimal. Nachher zum Spachteln, dass sie nicht vorstehen, das ist auch immer ganz entscheidend. Ich habe dann ja so einen riesen Krater in der Wand. Das ist nicht so schön. Aber weiter geht's. Was noch entscheidend ist, wir haben hier die verstärkten Streben, wo die Türen reinkommen. Die werden wir gleich mit diesen Winkeln hier befestigen, damit die müssen nämlich Gewicht abkönnen, ganz entscheidend. Ne? Also da dürft ihr nicht mit irgendwie mit dem normalen Ständerwerk arbeiten. Ne? Das ist ganz wichtig, auch vorher ermitteln. Hier kommt ja nachher noch ein Estrich rein. Wir mussten uns hier schon die Höhe nachher schon holen. Wir haben dann eine Zeichnung an der Wand, wo wir sagen, da ist der Meter. Und wie gesagt, wir müssen ja nachher den Estrich mitberechnen. Ne? Da weißt du noch nicht so hundertprozentig, kommen jetzt hier nochmal 10 cm Aufschüttung oder jetzt nachher 12. Deswegen haben wir da unser Maß an der Wand, haben uns eben den Laser gezogen, damit wir für die Stürze nachher auch das genaue Maß haben für die Türen. Ganz entscheidend, ne? Aber bleibt einfach dran. Jetzt ist es wieder soweit. Nein, natürlich noch nicht. Ihr müsst natürlich dranbleiben. Hier passiert noch einiges. Nur wir sind jetzt soweit mit der Trockenbauwand fertig zum selber aufbauen. Ich hoffe, das Video hat euch so ein bisschen geholfen, ein bisschen animiert, mal auch mal selber was zu machen. Und ja,
wie gesagt, wir haben es jetzt schon gespachtelt und gestrichen. Das sind ja wieder nochmal die anderen Videos, aber bleibt auf jeden Fall dran, weil wir haben ja so ein Riesenprojekt, also ganz, ganz viele Videos in einem Projekt. Hochinteressant, sage ich mal so schön. Ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Ihr könnt uns gerne auch noch mailen oder ruft uns an. Wir haben ein super kompetentes Team bei Planeo. Und vergesst nicht, drückt die Klingel und liked das Video. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert noch unseren Kanal. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr nochmal hier oben, ist nochmal so eine Infobox, da könnt ihr nochmal vorbeischauen. Da kriegt ihr nochmal Links zu allen möglichen Videos und welche Materialien wir verwendet haben. Und ja, und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ciao. Thank you.